Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Dann finden wir einen anderen, Orea. Versprochen. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es. Okay. Wir haben schon eine Belohnungskiste. Vielleicht ist da ja Lohe drin. Draht ist immer gut. Dachsknochen, okay. Alte Skulptur. Nee, leider nicht. Vielleicht noch Saftsteine. Bisschen Holz. Na gut. Also gut, es geht runter. Wer baut denn so weit? Ja, Loa. Ich glaube nur eins. Nicht mehr so viel. Warte mal, die Loa hat aber nicht mitgenommen, oder? Mann, ich brauch die Spiel. Nimm mich doch mit. Ich muss mal wieder hier reingucken. Was können wir denn aussortieren? Hier Metallgefäße haben wir so viele. Kühlsaft. Haben wir zerlegen. Kann ich alle zerlegen? Ich glaube, fettes Fleisch können wir ja auch einmal zerlegen. Essen müssen wir ja sowieso nicht. Hier. Oh Gott. Oh, das sieht wieder aus wie in den Städten. Okay, wir sind ja auch in einer. Feuer und Blitze. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen. Ich bin bei dir, Bruder. Wir werden nur so lange bleiben, wie wir müssen. Wir müssen an der Lüftung vorbei. Bleibt hier, bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Verstanden, Aloy. Hier runter, ja. Oh, meine Nase juckt. Na, wen haben wir denn schon wieder hier? Können wir den von hinten überraschen? Ja. Da blöde dabei. Oder dann nicht. Ich dachte, ihr wartet da oben. Zu viel dazu. Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen.
Schildkuss Geothermalventil. Okay. Hier können wir doch nicht einfach so durchrennen, oder? Oh. Ja gut. Bin ich da jetzt schwer gelandet. Und geh wieder hoch. So, bin kurz runtergefallen. Nee, okay. Kann ich hier dran klettern? Oh ja. Das kann man mit einem Pfeil zerstören. Ah, okay. Sie ist in der Luft. Die da abspringen sollen auf der anderen Seite. Oh. Wie überwindest du diese Flamme? Okay, kann ich das für euch im kaputt machen lassen? Beschädigt. Oh, warte mal, hier läuft so ein Rohr lang. Ist auch kaputt. Ja, wahrscheinlich hier vielleicht oben. Sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Da tue ich schon. Da irgendwie hochkommen. Dieses runde Gerät. Oh. Wozu ist es gut? Ah. Systeme. Ich bin noch smart hier. Zack. Okay. Und hallo Julius. Willkommen. Hier kommen Sie. So, jetzt könnt ihr rüberkommen. Ah, wäre ich mal oben geblieben. Ich geh wieder hoch. Nochmal eine Wiesenradrunde hier. Die anderen können ja auch mal was machen. Hat mich zum Glück noch nicht gesehen. So. Hey, Teamwork. Ich muss wohl rüber, um die Brücke auszufahren. Können wir das springen? Nee, wir sind runter. Mann, ist doch dunkel hier. Muss ich denn da rüberkommen? Bunkertür? Man hat auch kaputt machen. Nee. Äh.
glaube, wir müssen wieder mit so einem Ding fahren, wa? Ja, damit kommen wir rüber. Okay, bringen wir sie rüber. Kommt rüber, es ist sicher, glaube ich. Sieht aber nicht so sicher aus. Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. An alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Dämon unbekannten Ursprungs kompromittiert. Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindselige Maschinen. Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu uns. Eine Aufzeichnung. Und eine Warnung. Festes. Aber er war Teil von Zero Dawn. Ein Teil von Gaia. Kennst du diesen Namen etwa? Ja, aber... ich weiß nicht, was er hier macht. Vielleicht sagt uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Du hast recht. Gehen wir weiter. Wahrscheinlich nichts Gutes macht er hier. Künstliches Koma. Ich wollte es einfach abschalten. Das hat laut hier. Aber was, wenn es beim Reboot desorientiert oder sogar beschädigt wäre? Wie erklärt man dem emotionalen Äquivalent eines Kindes, dass es, ich meine sie, in ein Koma fallen wird? Vielleicht jahrelang. Und was genau wird sie beim Aufwachen erwarten? Komm ich schon wieder nicht weiter? Ach, da. Seid ihr denn? Ah ne, die tragen irgendwas. Jede Menge. Ich werde einen Weg suchen. Ja, so wie immer. Und da hinten laufen auch ein paar. Da vorne müssen wir hin. Ihr kämpft doch sicherlich mit mir, oder? Das ist denn der kürzeste Weg. Eigentlich irgendwie so ein bisschen mitten durch. Von da können wir rüber springen. Kann man auch einfach drüber gucken. Gar nicht da.
bin nicht da. Ich gehöre zur Wand. Also, ach Mann. Hat nicht geklappt. Ah, oh, nicht schon wieder so einer. Shit. Boah, sind so geliefert. Ah, halt dich doch mal da oben fest. Ey, Leute. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich wollte auf die andere Seite springen, wo er nicht hinkommt, vielleicht. Ich werde einen Weg suchen. Ja, kriegen wir aber immer irgendwie mit, dass da einer liegt. Warte ich einfach mal einen Moment hier hinten, bis die wieder schälen. Ach nö, guckst mich schon so an. Und ich hab nicht mehr so viel Lore, ich kann nicht mehr so viel Feuer in dich rein investieren. Geh weg. Oh Gott, Alter, hat er mich erschrocken. Ich wollte da gerade hingehen. Geh weg. Mann, da muss ich hin. Sehr schön. Ich springe wieder darüber. Bleib am besten auch da. Hier oben können wir auch rauf, oder? Nein, da will sie nicht rauf. Bleib da hinten. Bleib. Ah, ich krieg auch noch Schaden, wenn ich da reinlaufe. Großartig. Tja, jetzt müssen nur noch die anderen rüberkommen. Das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Ich bin da. Oh Mann, ich hab doch da eine Treppe gemacht. Oder so eine Brücke. Hm. Ja, und so unfähig sind, kann ja auch nichts dafür. Muss ich dann noch was aktivieren? Das Werk ablink da unten wahrscheinlich. Hm, vielleicht müssen wir gleich da mal kämpfen. Helf doch mal da hinten. Oh Gott.
Ah, wo bin ich? Das hat eine gute Idee, glaub nicht, ne? Ich kann hier auch nichts machen. Gott sei Dank. Hey, die anderen helfen mal. Ne? Weg von den Viechern. Boah. Alter. Heil dich doch. Oh, einer ist endlich mal down. Halleluja. Oh. Alter. Ah, ich häng fest. Auf zu humpeln. Stirb. Oh Gott, ey. Was für Drecksviecher. Alter. Nee. Ich glaube, heute wird mir wirklich nichts einfach gemacht hier. Richtiges Endboss-Lager hier drin. Vor allem auf so einem Raum sind die echt fies mit dem Feuer. Mal kaum ausweichen. Hier, Minenwerfer können wir jetzt mitnehmen. Schön. Hatten wir nicht noch andere Viecher hier? Diese Krabben? Wo sind die hin? Was krummelt da noch? Stehen die beiden. Hat man nicht noch Krabben? Naja. Na, hoch mit dir hier. Oh, jetzt kommt sie hier nicht hoch. Bin hier ein bisschen Metall da oben. Ey, neu. Pilze mit. Wie auch immer die hier wachsen können auf Metall. So. Ich muss Uriah und Aratak rüberbringen. Okay, dafür müssen wir erstmal wieder rüberkommen. Das habe ich schon gedacht, aber dann wurde ich angegriffen. Wir müssen erstmal wieder rüber. Wenn ich einfach über den Mittelsteg auf den nicht drauf will. Anscheinend nicht.
Doch, von hier geht's auch. So. Ja, mal die Brücke machen. Das müsste gehen. Jetzt kommt rüber. Der Stimme sei Dank für unseren. Muss das machen, okay. Natürlich. MII-Gutachten. Streng vertraulich und Eigentum der MII. Kein Teil dieses Dokuments darf an Dritte weitergegeben werden. Betrifft Cyan Firebreaker. Anlage. Zusammenfassung. Dritter Test. Empfindungsvermögen des Testobjekts beträgt 0,54. Innerhalb legaler Parameter vor den Ergebnissen der anderen Tests betrifft, ist die frühe Punktzahl von 0,61 als Ausreißer anzusehen. Das Gutachten wurde aus den Perzentilpunktzahlen der folgenden qualitativen Subtests abgeleitet. Reaktion auf Schmerz, Humor, emotionale Anlagen, ästhetische Bewertung, moralische Bewertung. Die angefügten Formulare enthalten eine detaillierte Analyse und Zusammenfassung der Testkriterien. Empfehlung des Gutachters, halbjährliche Begutachtungstermin beibehalten. Angesichts der Annäherung der Testobjekts an die maximale Empfindsamkeit der Kategorie wird eine fortlaufende Überwachung dringend angeraten. Oder einfach runterspringen? Ist das eine gute Idee? Ja, doch, müssen wir ja. Sieht sehr heiß aus hier. Und noch eine Konsole.